Guten Morgen bei Unterwegs mit Eddie. Heute mal ein bisschen früher die Morgenstimmung einfangen. Und wir zeigen euch jetzt hier noch den Eingangsbereich und den Weg zurück zu unserem Stellplatz, damit ihr so einen Überblick kriegt über den Camping- und Villapark de Padegreek, also den Pferdebach. Und hier vorne direkt ist die Snackbar. Ich gehe mal mit euch da hinten raus. Die ist also außerhalb, die Snackbar selbst hat nicht ganz so lange auf. Snackbar. Aber, und jetzt werfen wir mal einen Blick hier um die Ecke. Das ist das Hübsche. Ich gehe mal mit euch nach vorne. Ist das nicht ein schönes Restaurant? Mit Blick über den Hafen. Inklusive Morgenstimmung. So, und ich sehe gerade bei den Öffnungszeiten, Montag und Dienstag hat er das Restaurant leider geschlossen. Aber ansonsten könnt ihr hier auf der Terrasse sitzen und diesen Blick genießen. Wahnsinn. Ist das nicht toll? Und jetzt morgens natürlich noch viel, viel schöner. Und jetzt gehen wir mal den Weg rein und zeigen euch das, was es sonst noch alles hier im Eingangsbereich gibt. Also, Snackbar hatten wir hier schon, links. Hört man auch schön. Kühlung läuft. Kühlung läuft. Supermarkt darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und das Angebot ist vollkommen ausreichend. Und hier geht's durch die Schranke. Natürlich mit Nummernschilderkennung. Ja. Und wir laufen weiter Richtung Supermarkt. Also hier gibt es auch Anhängerschlüsselchen, Postkarten, Magnete, glaube ich auch. Natürlich alles, was man zum täglichen Bedarf so braucht. Und wenn man aus dem Weg geht, was sind da die Öffnungszeiten? Jetzt bin ich wieder im Bilde. Das ist die Rezeption. Arbeiten zwei sehr nette Damen, beide können Deutsch. Wunderbar. Und hier ist dann auch... Hängt mal die Preisliste. Interessant ist hier Kanuverleih. Hier in der Nähe gibt es auch einen Bootverleih. Das haben unsere Nachbarn gemacht, haben sich ein Boot gemietet, sind hier 2 Stunden über das Verse Meer gefahren, haben an so einer kleinen Insel angelegt, nett gespeist und sind dann wieder hier zurückgekommen. Auch das kann man hier machen. Gegenüber, das kann man auch noch gerade zeigen. Das ist sogar sehr gut, dass wir das jetzt zeigen können. Einmal hier ganz rechts. Ich gehe vor und öffne Ihnen die Tür. Das wäre nett. Waschmaschinen, Trockner, Licht, Bücher, falls die Waschmaschine noch nicht fertig ist. Bügeleisen. Und ihr könnt hier noch im Wartebereich auf eure Waschmaschine warten. Preise kann ich euch nicht sagen. Steht hier nichts. Oh, aber es wird mal rausfinden. Ja, die Damen von der Rezeption geben da gerne Auskunft. So, und hier nebendran. Unscheinbar. Hier ist der Verleih für Fahrräder. Ich glaube, Buggys verleihen die auch. Die gibt es vorne im Dorf. Und für den Notfall auch noch einen Kindersitz. Ja, und da vorne ist dann eigentlich, da stehen dann die Buggy, die Go-Karts, da stehen die Fahrräder zum Verleih, die kommen ja noch raus. Und
jetzt das Highlight. Wir können es jetzt auch mal zeigen, aber ich denke mal, da ist noch zu, natürlich. Okay, ich mache mal die Öffnungszeiten drauf, die sind wichtig. Genau, das sind die Zeiten, in denen man seine Kinder dann loswerden darf. Schalten wir direkt dran. Ja, etwas. Geht. Ja, Kinderbereich. Also Indoor-Spielplatz. Das machen wir da unten noch ein. Das ist auch sehr nett da drin. Das ist wirklich, da freut sich jedes Kind, wenn es dann da rein darf. Und die Bühne für die Animation ist auch da drin. Okay. Bei schlechtem Wetter. Und jetzt nutzen wir mal den nicht deutschen Zebrastreifen, weiß-blau, kurz rüber an das Schild, dann kriegt er einen Überblick über den Campingplatz. Das Ding ist schon echt riesig. Ja, ja, muss man einfach so sagen. So, jetzt muss man gucken, wir stehen jetzt hier vorne am Supermarkt. Dieser Bereich hier unten, das ist der für die Touristencamper, bis hier vorne am hinterm Schwimmbad, da kommen wir gleich vorbei. Und das hier oben alles ist Villa Park und Tiny Houses. Man muss es einfach mal gesehen haben. Ich finde den dreschig. Und wir gehen jetzt mal noch schnell nach hinten, gucken uns den Spielplatz an, das Außenplanschbecken und was es da hinten noch so gibt. Und dann gehen wir zurück zu unserem Plätzchen. Dann kommt man mit. So, hier geht es dann direkt im Prinzip nach der Rezeption links rein in das Schwimmbad. Steht auch ganz schön gerade dran, Ingang, also Eingang. Hier ein Blick in das Schwimmbad innen. Ist nichts wahnsinnig Freizeitmäßiges, ist einfach Bahnschwimmen, geht hier wunderbar. Dann gibt es noch eine Sauna da drinnen, da kommen wir jetzt leider auch nicht rein. Und ja. Aber es gibt noch einen Kinderpool. Und eine Rutsche. Und eine Rutsche. Also das hier ist für diejenigen, die morgens gerne ihre Bahn ziehen, denke ich, genau das Richtige. Und gehen wir mal hier um die Ecke. Als kleinen Anhalt zumindest. Wir springen hier rum. Tada! Der allseits beliebte Camper Clean geht aber nur mit Karte. Und kostet 3 Euro. Ah. Also ich sage mal, so wie wir das nutzen, wir machen das auch immer am Ende des Campingplatzaufenthaltes, gehen wir einmal hierher. Dann ist die Toilettenkassette gespült, gewaschen und geföhnt und gleich wieder mit allen passenden gefüllt. Und 3 Euro, ja, das ist der normale Preis. Wichtig für euch, hinterm Hallenbad in der kleinen Ecke. Da müsst ihr also ein klein bisschen suchen und dann findet ihr den auch. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Und oh, ich glaube mal, hier sieht man es recht gut. Ja. Da scheint man nicht ganz so die Sonne. Ja. Also das hier ist der Kinderspielbereich, das Wasserbad ist Indoor. Tischtennisplatten, aber ich muss aus der Sonne raus, weil sonst seht ihr gleich nichts mehr. tauschen. Ja, dann kann man hier natürlich sehen, die Wasserrutsche. Den Camper Clean haben wir schon gezeigt, glaube ich. Oder zeigen wir dann noch. Da sehen wir mal. Also das ist nicht die kleinste Rutsche. Nein, also da für, hat man schon ein bisschen was. Für so einen Platz finde ich das schon wirklich klasse. Da vorne das Außenschwimmbecken und dann hier natürlich Spielplatz. Natürlich noch Spielplatz dazu, Basketballkörbchen. Ja, und im Hintergrund das mehr Multifunktionsfeldchen. Also das passt schon. Und dann hier für die etwas kleineren haben wir den nochmal einen extra Spielplatz. Da laufen wir gleich nochmal dran vorbei. Aber das hier finde ich jetzt ganz cool, weil ja, wir haben ja ausnahmsweise einen verregneten Mai. Aber die Kiddies dürfen dann draußen noch im Wasser planschen. Mal gucken, ob die Tür offen ist. Schauen wir mal, wenn wir wissen, wo wir rein dürfen. Nee, rein geht gar nicht, aber hier durchs Fenster. Ja gut, durchs Fenster. Ich
Fenster ja, sieht ganz gut aus. Da ist auch nochmal der Außenbereich zum Restaurant noch dazu. Ja, dann gehen wir mal nach vorne noch an den kleinen Strand. Also das ist alles mit viel Liebe gemacht. Ist richtig angenehm für Kinder, die können hier wirklich spielen. Und das Highlight am Strand, das zeigen wir euch dann auch gleich noch. Dann gehen wir jetzt am Kleinspielfeld entlang. Möchten die Camper ja nicht stören, die schlafen alle noch, außer uns. Was will ich da alles für euch machen? Also ihr könnt auch da drüben sehen, nochmal 2, 3, 4 Plätze. Multifeld. Genau. Die herausragenden haben wir euch ja schon gezeigt. Hasi. Also auch hier nochmal schön abgetrennt, jeweils habt ihr einen Platz. Die sind natürlich, ich denke, für Familien mit Kindern sind die natürlich die allerbesten. Ihr habt, da machst du noch einen Blick. Genau, also die können dann hier zum Spielplatz, die können auf dem Feld rumspringen, die können hier am Strand und ihr sitzt gemütlich in eurem Vorzelt und guckt das eure Kinder mal an. So. So, da sind noch ein paar Spielgeräte. Das ist normalerweise so ein Hüpfburg, die ist aufgeblasen, bloß jetzt haben sie irgendwie die Luft rausgelassen. Jo, die wollen, glaube ich, sauber machen alles noch, bevor es dann wieder schön wird und losgeht. Dann habt ihr hier am Strand ein Volleyballfeld. So, Volleyballfeld. So, dann gehen wir mal außen rum, damit wir einigermaßen trockenen Fußes hinkommen. Und das ist das Hübschere. Also ich habe dann hier noch mal so einen kleinen das ist hier Wasserspielplatz. Und jetzt kommt der Wasserspielplatz, der ist schon echt cool. Zwei Ziplines, wo hinten man sich draufsetzen muss, bis nach vorne schwingen. Wir wollten es ja mit unserer Tochter machen, aber die hat dankend abgelehnt. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Nö, dann habt ihr hier noch mal so Seile gespannt, mit denen man sich darüber ziehen kann. Vorne ist eine Rutsche ins Wasser. Herz, was willst du mehr? Weil ihr könnt ja auch noch euer Boot hier lassen, falls ihr ein bisschen segeln wollt oder so. Ne? Und vorne könnt ihr jetzt erkennen, die Terrasse wieder von der Gaststätte. Und da haben wir dann auch das für die E-Autofahrer. Hier werden auch gerade geladen. Also, das muss man auch sagen. Auf dem ganzen Platz verteilt sind immer mal wieder diese grünen Ladesäulen anzutreffen. Also ihr habt hier mehr als genügend Möglichkeiten, eure Autos zu laden. Wirklich gut gemacht. So, und wir gehen jetzt hier von einer Fahrt zurück zu unserem Stellplatz. Webseite ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch den ganzen Platz angucken und korrigiere mich bitte, aber ich glaube, wir können hier sogar spezielle Plätze, also ihr könnt euch den Platz aussuchen beim Buchen schon. Ja, auf der Webseite waren bei uns frei gewesen, welche gebucht werden können. Ja. Und welche über die Zeit, wo wir da sind, belegt sind. Also ihr könnt euch schon beim Buchen euren Platz aussuchen. Insofern ganz gut. Wir wollten ja einen Eckplatz mit unserem kleinen weißen Riesen. Hat auch wunderbar geklappt. Von daher, auch das ist auf dem modernen Stand. Dann habt ihr hier auf der Seite auch schon wieder Ladestationen für E-Autos. Und auch noch ein Waschhaus. Und das Waschhaus. Auf geht's. So, wir sind jetzt im Waschhaus. Die sehen alle so aus. Also wir zeigen euch nur das eine, weil das ist in allen gleich, zumindest die, die wir gesehen haben. Wasser steht ganz hinten auf Niederländisch, wird hier durch Sonnenenergie warm gemacht. Ihr habt eine kleine Bank in der Mitte und das fangen wir da hinten mal an. Also hier Spülbecken. Spülbecken. Ja, Geschirrspülbecken. Bei den meisten ist sogar ein Pümpel mit dabei. Wichtig. Und dann kommen wir zum Highlight. Eine Spülmaschine. Und das absolute Highlight, die kostet nichts.
und es wird sehr genutzt. Genau. Solange so wenig los ist, fangen wir bei den Kindern an. Kinderbereich. Da ist gerade keiner da. Ich gehe mal meiner Frau ein bisschen aus dem Weg zum Filmen. Also kleine Waschbecken, etwas tiefer angebracht. Ich reiß mal hier die Toilette auf. Ja, bitte. Nee, ist keine Toilette. Badewanne. Und wieder natürlich höher gesetzt. Ja. Dass es nicht so ins Kreuz geht. Dann denke ich mal, ist hier die Toilette drin. Vorsicht, ich komme durchs Bild geflogen. Richtig. Auch das hier. Bildern. Kleiderhaken ist auch da für die Kinder. Und so, nochmal Babybadewanne. Ablage. Und wer jetzt sagt, hier fehlt dann natürlich ein bisschen die Heizung von oben, dem kann ich dir sagen. Hier drin ist verdammt warm. Ja, hier drin kriegt man Hitzeballungen. Also es ist ordentlich geheizt. Muss keiner erfrieren. Ja. So, das zum Kinderbereich. Dann gibt es hier den mit Schlüssel für Gehandicapte. Der ist hier rechts. Das hier, da braucht ihr dann wieder einen Schlüssel, aber... Nee, Quatsch, das ist die Familiendusche. Nein, die Badewanne. Die Badewanne. Daneben dran ist der für die gehandicapten Menschen. So. Und Bianca zeigt euch jetzt die Duschen und Toiletten bei den Damen. Da gibt es dann auch noch Spülbecken auf dieser Seite. Gehen wir erstmal in die Dusche. Ich bin mal drin. Natürlich, Waschbecken. Waschbecken. Und das müssten Einzelwaschbecken sein. Richtig, Einzelwaschbecken und noch Sitzablage für die Klamotten abzulegen, Haken, alles da. Gehen wir mal auf die andere Seite Richtung Dusche. Also die ist schon echt groß, ne? Ich mache mal von unten nach oben. Und gut, das mit den 5 Minuten, 5 Euro, keine Ahnung, haben wir noch nicht ganz verstanden, was es ist, aber ihr müsst ja hier auch keine Münzen einwerfen oder irgendwelche Chipkarten vorne dran halten. Aber es ist sehr geräumig, sehr geräumig. Wird auch jeden Tag ordentlich geputzt. Oh, ich muss auch mal da raus. Es wird langsam echt heiß hier drin. Ups. So, ein bisschen, ich habe hier Türwache gespielt. Bist du gut zu mir? Genau, dann geht's hier weiter. Gehen wir mal aufs Damenklöschen. Wobei man sagen muss, bei den Herren sieht es natürlich genauso aus. Ja. Ja, fast, fast. Da steht wenigstens die Tür offen. Alles, wie gesagt, immer sauber. Wird jeden Tag mindestens 3-mal geputzt. Spiegel, Waschbecken und ausreichend Klos vorhanden. Und man muss dazu sagen, also so wie wir es bis jetzt gesehen haben, einmal die Woche ist hier eine Grundreinigung. Was ich so noch auf keinem Campingplatz gesehen habe, die gehen hier mit Hochdruckreiniger, Dampfreiniger durch. Die sind bestimmt 4-5 Stunden an einem Waschhaus und machen das, stellen das auf den Kopf und machen das tiptop sauber. Also ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Dafür habe ich noch ein anderes Schildchen gesehen. Animation gibt es an bestimmten Tagen natürlich auch. Aber da müsst ihr halt an der Info fragen oder... So, und jetzt muss ich die Kamera übernehmen, weil ich muss noch was zeigen. Und zwar gehen wir jetzt ganz kurz bei den Herren rein. Da habt ihr links dann die ganz normalen Toiletten. Da steht auch überall WC dran. Und dann habt ihr 2 einzelne abgetrennte. Genau. Die Pinkelbecken hängen hier nicht offen, sondern sind hier in einer Tür versteckt. So, gehen wir jetzt wieder raus, weil ich habe ein bisschen heiß hier drin. Und dann gibt es hier direkt rechts kleinere Stellplätze. Das sind im Prinzip, so wie ich das sehe, Kurzzeit-Übernachtungsplätze. Aber eher für Wohnmobile. Ja, also die sind nicht ganz so groß. Da stehen die Wohnmobile zusammen. Das passt. Und das andere Highlight, was es hier auf dem Platz auch noch gibt, also nicht nur die Plätze mit Kunstrasen, sondern wir gehen mal hier kurz rein. Das ist jetzt so ein Halbkreis. Und dann gibt es eben die Plätze hier mit Privatsanitär. Und Privat-Kaninchen-Vorstellung morgens. Also irgendwie wahrscheinlich da rein. Dusche, Klöschen, Spülbecken ist draußen. Ja. Und in der Mitte, wenn mein Mann aus dem Weg geht. Ich bin aus dem Weg.
ist noch ein Spielplatz drin. Also da könnt ihr ruhig die Kiddies laufen lassen. Ja. Und wenn sie Glück haben, können sie noch 2 Hasen fangen. Naja. Oder 3. Also das hier ist sehr schick. Ich glaube, davon gibt es, wenn ich so gucke, so roundabout 10 Plätze. Ob die frei sind oder nicht, wie wir gerade gesagt haben, seht ihr schon auf der Webseite. Ansonsten müsst ihr anrufen. Uns hat unser Platz auch super gepasst. Und dann sind wir jetzt wieder auf der Hauptstraße und gehen Richtung unserem Platz. Ich zeig nochmal, vorne ist der Eingangsbereich. Und da geht's weiter. So, das Ganze habt ihr hier nochmal etwas kleiner. Da seht ihr auch, welche Nummer ihr habt. 4, 5, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. So, und jetzt auf dem Weg zu unserem Stellplatz kommen wir, wie das für die niederländischen Campingplätze üblich ist. Es gibt also hier nicht überall Müllentsorgung, sondern es gibt einen zentralen Platz. Und der ist hier ausnahmsweise mal nicht vorm Campingplatz, sondern Mitte auf dem Campingplatz. Ja, ist mal was anderes. Können alle zentral anlaufen. Und hinter dem Müllplatz ist dann auch noch ein Abstellplatz und ein Parkplatz. Auf dem Abstellplatz könnt ihr dann euren Bootstrailer, falls ihr sowas dabei habt, oder wer einen Anhänger zusätzlich dabei hat als Wohnmobilfahrer, die können dann da oben auch abgestellt werden. So, hier ist der Müllplatz. Und im Hintergrund könnt ihr erkennen, da wo die Boote stehen, da werden die Anhänger abgestellt. Und hier ist Müllentsorgung. Gleich im großen Container. Entweder das oder hier kleine Ecke. Glas und Papier. Nicht wundern, warum hier so viel Gras ist. Da wird also der Platz wird hier gehegt und gepflegt. So wie die hier machen, das habe ich auch noch nirgendwo groß gesehen. Die sind wirklich hinterher. So, und dann gehen wir wieder runter zur Hauptstraße und legen die letzten paar Meter bis zu unserem Platz zurück. Zwischen diesen ganzen Ferienhäusern gibt es ab und an auch mal noch einen Stellplatz, wo man sich hinstellen kann. So, ich halte noch mal rein. Der ist ein bisschen versteckter. Hinten dran gibt es noch einen. Und natürlich hier für die Hundebesitzer. Falls mal schnell gehen muss, eine Hundetoilette. Jo. Dann, ja, wie auch immer hier, gibt es dann wieder die kleinen Häuschen hier. Schwenke mal runter. Ganz vorne sind dann wieder 1, 2, 3, 4 Stellplätze für Touristencamper und dann gibt es hier die lange Straße. Hier ist die Straße, wo wir dann auch langsam stehen. Und da sind dann 4 Abzweigungen. Und in diesen 4 Abzweigungen sind dann, das könnt ihr auf dem Übersichtsplan auch sehen, die meisten Campingplätze für Wohnwagen und Wohnmobile. Alle Plätze haben wir garantiert schon gesagt: Strom, Wasser, Abwasser, Fernsehanschluss, DVB-C. Und eine ausreichend große Größe. Also unser Wohnwagen mit 8,10 Meter, 5. Passt da wirklich ganz entspannt drauf. Sehr gerade, sehr gut anzufahren. Und wenn es nicht so wie in den letzten paar Tagen geregnet hat, auch vom Untergrund her wirklich gut. Morgen. Morgen. Und ja, das ist also der Haupttouristenbereich. Und etwas weiter hinter haben wir euch ja gezeigt, die Premium-Plätze mit Kunstrasen. So, ich zeige euch mal nochmal unser Stellplatz, dass ihr seht, was wir alles drauf gekriegt haben. Da wir jetzt das Vorzelt schon abgebaut haben, sieht man natürlich ein bisschen besser den Platz. Also das Auto passt,
kleiner Wohnwagen passt ganz dicke. Und bis hier hinten an die Hecke. Also da kriegt er schon einiges drauf. Ja, ja, locker. So, und mit diesem Bild von unserem schönen Wohnwagen. Schöner Wohnwagen. Verabschieden wir uns dann jetzt vom Camping- und Villenpark der Padegreek. Wir frühstücken jetzt, packen zusammen den Rest und machen uns dann wieder auf die Heimreise. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschö. Thank you.